Für Dede wurde der Meistersonntag in Dortmund zur emotionalen Achterbahnfahrt. Abschiedstränen. Und Jubel über die Meisterschaft. Nach 13 Jahren verlässt der Brasilianer den BVB. Mein Stadion kommt und ich weiß, diese schönen Lieder von euch für mich gemacht, von 13 Jahren. Also, das bleibt eben in meinem Kopf. Das ist so schön zu hören. Erledete, erledete. Das bezahlt kein Geld. Danke von alles. Danke von alles. Danke, danke, danke. Auch für Nuri Sahin wurde der Nachmittag zur Abschiedsfeier. Ich werde mein Fan von euch bleiben. Ihr seid die Besten. Alles, alles Gute. Vielen Dank. Trotz Wehmut wurde am heutigen Tag in Dortmund kräftig gefeiert. Um 12.09 Uhr ging der Meisterkorso am Borsigplatz los. 10.000 begeisterte Fans waren zur Geburtsstätte des BVB gekommen, um ihre Mannschaft zu feiern. Weitere 400.000 feierten die Mannschaft an den Westfalenhallen. Bis zur Ankunft des Meistertrucks wurden die Fans mit einem bunten Bühnenprogramm unterhalten. Überglückliche Gesichter und Feierstimmung trotz Augenringen und Sonnenbrillen. Die Spuren der vergangenen Partynacht sind zwar zu sehen, doch der deutsche Meister Borussia Dortmund geht den Feiermarathon sportlich an. Jürgen Klopp, das neue Feierbiest, konnte nicht mehr viel sagen, musste er aber auch nicht. Unglaublicher Tag, unglaubliche zwei Wochen. Bereits gestern hatten sich die Schwarz-Gelben mit einem Mini-Korso schon mal auf die große Feier eingestimmt. Nach dem 3:1-Sieg über Frankfurt wollten die Fans ihre Meister kaum gehen lassen. Der ehemalige Finanzminister schwärmte von der Mannschaft. Naja, man hat wiederholt gesehen, die können im Rückstand liegen, aber die verlieren ihren Stil nicht. Und ich habe mehrere Spiele gesehen, wo die aus dem Rückstand dann spielen, einen klaren Sieg gemacht haben. Und das war heute auch so. Bei der Aufholjagd nach dem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand und bei der Übergabe der Meisterschale tobten auch die Fans beim Public Viewing in den Westfalenhallen. Die Meister sind beeindruckt von ihren Anhängern. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass die Menschen, die Fans uns getragen haben über die ganze Saison über hinweg. Und deswegen ist es mir auch wichtig gewesen, auch nochmal ein kleines Dankeschön den Fans gegenüber zu sagen. Jupp Heynckes ist Gewinner und Verlierer zugleich. Mit Bayer Leverkusen sicherte er sich mit dem 1:0 gegen Freiburg den Vizetitel und der Werkself damit die direkte Teilnahme an der Champions League. Bayern München, die Mannschaft, die Heynckes in der kommenden Saison trainieren wird, verwies er auf Platz 3 und damit nach einer enttäuschenden Saison in die Champions League Qualifikation. Hannover 96 und Mainz 05 gehen in die Qualifikation für die Europa League. DFB-Pokalfinalist Schalke 04 beendet die Saison als 14. Wolfsburg konnte sich gerade noch auf Platz 15 retten. Nach Monaten als Tabellenschlusslicht schafft es Borussia Mönchengladbach mit 36 Punkten in die Relegation. Die Mannschaft von Lucien Favre muss sich im Hinspiel am Donnerstag gegen Bochum behaupten. Die Frankfurter sind enttäuscht. Die Eintracht folgt St. Pauli in die zweite Liga. Im BVB-Stadion wurde der Abstieg am Samstag besiegelt. Jürgen Klopp ist da nicht stolz drauf. Ich bin Sportler durch und durch und Schadenfreude gehört nicht dazu. Ich habe 2-3 Mal drunter gelitten, finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Und dementsprechend ist das nichts, worüber ich mich heute freue, sondern Eintracht Frankfurt ist abgestiegen. Ich fand es eher strange, dass wir auf der einen Seite so die Glückseligkeit pur empfinden und auf der anderen Seite ein Verein absteigt. Aber ist ja im Sport dann auch manchmal nicht zu ändern. Dafür steigen auch zwei Vereine direkt in die erste Liga auf. Hertha BSC und der FC Augsburg haben es schon geschafft. Starles Solbakken wird neuer Coach des 1. FC Köln. Der Norweger wird ab dem 1. Juli 2011 für zunächst 2 Jahre die Richtung vorgeben. Volker Finke, der die Mannschaft nach dem überraschenden Rücktritt von Frank Schäfer als Übergangstrainer betreut hatte, wird dann wieder als Sportdirektor tätig sein. Solbakken hatte auf sich aufmerksam gemacht, indem er Außenseiter FC Kopenhagen bis ins Achtelfinale der Champions League geführt hat. Er soll im Laufe der nächsten Woche am Geisbockheim den Fans vorgestellt werden. Eklat vor Abstiegsendspiel. Der Brasilianer Diego hat die Mannschaftssitzung des VfL Wolfsburg vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim vorzeitig verlassen. Der Grund? Trainer Felix Magath hatte ihm mitgeteilt, dass er nicht in der Startelf stehen würde. Diego verweigerte zudem die Anreise ins Stadion. Sein Platz auf der Bank blieb leer. Die Gerüchteküche brodelt. Noch darf es niemand wissen, doch laut übereinstimmender Medienberichte wird Bayern Münchens Hamid Altintop am Montag zu Real Madrid wechseln. Altintop würde damit seinem türkischen Nationalmannschaftskollegen Nuri Sahin zu den Königlichen folgen. Der hatte erst vor einer Woche seinen Abschied vom deutschen Meister Borussia Dortmund bekannt gegeben. Ruhrpott-Endspiel.
Kaum ist die Bundesliga-Saison zu Ende, wartet auch schon das nächste Fußball-Highlight. MSV Duisburg gegen Schalke 04 mit Nationaltorwart Manuel Neuer heißt die Paarung im diesjährigen DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. Die Knappen wollen die schwache Bundesliga-Saison mit einem Titel retten. Duisburg lässt für seine Fans einen Sonderzug nach Berlin rollen. Und der Zweitligist kann die Unterstützung seiner Anhänger gut gebrauchen. Die ohnehin von Verletzungspech gebeutelte Mannschaft von Trainer Milan Sasic zittert noch um den Einsatz von Stefan Meierhofer und Ivica Grilic.